So, wir versuchen heute mal einzuparken mit dem Parkpilot und suchen jetzt eine Parklücke. Der sucht gerade mit dem Radar jetzt. Er hat einen Platz gefunden. So, dann wählen wir mal parallel parken. Rückwärtsgang einlegen. Blinker setzen natürlich. Und so gesehen parkt er jetzt komplett selber ein. Ordentlich enge Parklücke. So, da haben wir das Ganze geschafft. Gucken wir uns die Kamera mal an. Hinten genug Platz, dementsprechend vorne auch zum vorderen Fahrzeug.